zu einem echten Traumschiff gehören auch echte Traumziele. Wir von Phoenix Reisen TV sind auf der AMA 355 im Pazifik unterwegs und es geht zu den schönsten Zielen Lateinamerikas, darunter Mexiko, Costa Rica, Panama und weiter in die Karibik. Freuen Sie sich, liebe Zuschauer, auf eine exotische Reise auf dem Panama-Kanal und eine unglaublich schöne Tier- und Naturwelt. MS Amadea startet ihre Reise heute in Mexiko, in der Goldenen Bucht. Acapulco verdankt seinen Ruhm genau dieser weiten Bucht mit den aufragenden Bergen als Kulisse, deren schroffe Felsen sich bald im tiefblauen Pazifik verlieren. Ich bin heute mit Weltreisegast Manuela Schade unterwegs. Gemeinsam machen wir uns auf zu einer weltbekannten Touristenattraktion. So, uns erwartet gleich ein spektakulärer Auftritt der Felsenspringer von La Quebrada. Da ist der Felsen, hier ist Frau Schade, erste Mal mit dabei. Wie aufgeregt sind Sie? Oh ja, sehr aufgeregt. Ich freue mich ganz besonders, hier sein zu dürfen. Es ist schön, es ist toll. Felsenspringer sind Acapulco, das muss man gesehen haben und ich freue mich ganz, ganz toll, dass wir das gleich erleben dürfen. Das ist einfach nur beeindruckend. Die Klippenspringer von Acapulco gibt es hier seit 1934. Die Show dauert 20 Minuten und die Besucher und wir sind restlos begeistert. Ich bin total beeindruckt. Also das ist ja, die sind ja alle lebensmüde da. Mutig, toll, ganz, ganz toll. Absolut. Beeindruckend, wirklich schön. Zwei Tage später liegt MS Amadea im Hafen von Puerto Quetzal in Guatemala, dem Land der Mayas, mit einer Fläche von knapp 109.000 Quadratkilometern. Über die Hälfte der 15 Millionen Einwohner sind Mestizen oder Europäer. 40% sind Mayas. Heute sind wir mit einem über Phoenix Reisen organisierten Ausflug unterwegs und uns erwartet ein ganz besonderer Tag. Liebe Zuschauer, wenn Sie in Guatemala sind, dann ist auf jeden Fall ein Besuch der ehemaligen Landeshauptstadt Antigua ein Muss auf Ihrer Reise. Denn sie gehört mit ihren antiken Klöstern und Palästen zum Weltkulturerbe. Und dafür haben wir jetzt erstmal eine Stunde Busfahrt vor uns. Antigua hat ca. 35.000 Einwohner und in der geschichtsträchtigen Stadt angekommen, kann man im Zentrum einen schönen Blick auf die Vulkane Agua und Fuego erhaschen. Wir sehen die beeindruckende Kathedrale Santiago und auf dem Plaza La Unión begegnen wir immer wieder Indios mit ihren bunten, farbenfrohen Kleidern. Vogelgezwitscher, unglaublich beeindruckend hier, wenn die Stadt erzählen könnte. Ja, die Stadt hätte ein paar witzige Geschichten, glaube ich, auf Lager. Es ist so schön hier, dieses Lebensfrohe, was hier ist, umgeben von den schönen Vulkanen und das Bunte, das Farbenfrohe, die lieben Menschen. Also ich bin völlig begeistert. Sehr beeindruckt, ich auch. Dem Charme der seit 1979 ernannten UNESCO-Welterbestätte kann man sich nur schwer entziehen. Wir genießen einen ausführlichen Rundgang durch die alten Gassen zu den Hauptsehenswürdigkeiten. Denn die spanische Kolonialstadtkulisse hat viel zu bieten. Sehr vielseitig. Kirchen waren zu sehen, Kunsthandwerk. Das hat mir sehr gut gefallen. Ganz toll, muss ich sagen. Sehr beeindruckend. Mit den Kopfsteinpflaster, alles noch so erhalten, so wie man das Weltkulturerbe so sieht. Und natürlich die Gebäude hier, nicht? Wunderbar, muss ich sagen. Es war wunderschön hier, was ich
ganz toll finde, ist die Landschaft hier drumherum, aber auch die Baudenkmäler, die Kirchen und was mich fasziniert, die Blütenpracht hier. Einen Tag später ist MS Amadea im kleinsten Land Lateinamerikas, in El Salvador, angekommen, dem Land der Vulkane und der freundlichen Menschen. Der Exportschlager Nummer 1 in El Salvador ist der Kaffee, welchen man überall angeboten bekommt. Unsere Tour geht heute hoch hinaus und wir treffen auch die örtliche Reiseleiterin Amanda Ulloa, die mit uns durch den Cerro Verde Nationalpark wandert. Ja, wir sind hier mitten in der Natur. Wir haben einen sehr schönen Vulkan hier namens Santa Ana. Wir machen gleich einen Rundgang. Und tatsächlich ist das auch alles hier wirklich Vulkangestein? Ja, das ist Vulkangestein und der ist in 2005 ist der letzte Ausbruch passiert und Asche und Gesteine sind hier überall gefallen. Der Nationalpark Cerro Verde ist 2030 Meter über dem Meeresspiegel gelegen und ist ein erloschener Vulkan, der seinen Namen Grüner Hügel wegen seiner üppigen Vegetation erhalten hat. Und das wollte ich dir noch zeigen. Okay. Das ist ein Engelstrompete. Ja. Riesig. Kann die auch giftig sein? Ja, kann sein. Und die Schamanen benutzen das auch manchmal medizinisch. Am nächsten Tag macht MS Amadea im Hafen von Punta Arenas fest. Costa Rica gilt als das sicherste Land in der Region und wird auch als die Schweiz Mittelamerikas bezeichnet. Ich bin heute mit Familie Wittek unterwegs und wir haben die Bootsfahrt durch die Mangroven gebucht und wir freuen uns unglaublich auf eine tolle Flussfahrt und herrliche Landschaft. Während unserer Bootstour gibt es jede Menge Tiere zu entdecken. Vor allem viele Vogelarten wie Fischadler, Fregattvögel und Blaureiher, die hier am Fluss leben. Ja. Vorholsam, keine Hektik. Dass heute mal alles ein bisschen ruhiger ablief. Ja. Na? Das schöne Licht, was wir am Anfang hatten. Und natürlich die Anspannung, ob wir ein Krokodil sehen oder nicht. Aber viele kleine Tiere, Brüllaffen haben wir gesehen und Ibisse und kleine süße Fledermäuse und kleine süße Waschbären. Also, das hast du alles gesehen. Genau, das habe ich alles gesehen und habe ich mir gut gemerkt. Und damit endet das Abenteuer in den Mangroven und wir laufen zurück zum Schiff, wo schon am nächsten Tag ein weiteres Highlight auf uns wartet, die Durchfahrt durch den berühmten Panama-Kanal. Wir sind dazu auf der Brücke. Kapitän Jale Flatebö ist konzentriert und ganz in seinem Element. Er trifft letzte Absprachen für die Durchfahrt und erklärt mir, dass wir gleich die Miraflores-Schleuse, die erste von drei Schleusen, passieren werden. Der Panama-Kanal wurde 1914 eröffnet. Er ist 82 Kilometer lang und eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt, denn er verkürzt den Seefahrern den Weg vom Pazifik in den Atlantik. Eine einzigartige Fahrt durch den Regenwald mit höchst interessanten Schleusungen, wie uns die zweite Offizierin Victoria Colin erzählt. Hier oben ist natürlich volle Konzentration. Der Lotse ist da, Kapitän, Staffkapitän, volles Haus. Diese Loks, die man vorne und hinten am Schiff hat, die schicken dann jeweils zwei Drähte, werden festgemacht und damit werden wir quasi durch die Schleusen gezogen. Das ist einfach was Besonderes, diesen Kanal zu passieren. Und man sieht ja auch, dass vor allem die Miraflores-Schleuse ein Besucherzentrum außen hat. Nun ist der Blick
für uns natürlich wesentlich schöner. Man fährt hinein, sieht diese engen Schleusenkammern, die man dann hinauffährt. So, unglaubliches Erlebnis. Absolut. Die Gäste sind fasziniert von der Fahrt durch den weltberühmten Panama-Kanal. Nach 10 Stunden ist es dann geschafft und die Schleusentore öffnen sich zum letzten Mal und es geht weiter in die Karibik. MS Amadea liegt heute im San Blas-Archipel auf Rede und die Gäste werden mit Tenderbooten an Land gebracht. Ich bin gleich mit Reiseleiter Jan Philipp verabredet und wir besuchen die Kuna-Indianer. Die San Blas-Inseln sind eine Inselgruppe im Nordwesten von Panama im Karibischen Meer gelegen. Einige der über 300 Mini-Inseln sind unbewohnt. Nur auf den größeren wie Chichimay, Yandub Island und die Insel Aguja trifft man Ureinwohner an. Der Tenderweg nach Aguja Island dauert nur 10 Minuten. Die San Blas-Inseln sind ein ganz besonderes Urlaubsziel abseits des Massentourismus. Also wenn Sie auf der Suche nach Natur, nach Kultur sind, dann sind Sie hier genau richtig. Die einheimischen Bewohner werden die Kuna genannt. Sie sind ein stolzes Volk von Menschen, die ihre eigene Kultur haben. Bis heute sprechen sie ihre eigene Sprache und verkaufen ihre traditionelle Bekleidung. Seit der letzten Völkerzählung aller Kuna-Indianer leben nur 50.000 auf den San Blas-Inseln. Die Sonne lacht, die Vögel zwitschern, was für ein wunderschöner Ort. Wie muss ich mir das Leben der Kuna-Indianer hier vorstellen? Also das Leben der Kuna-Indianer ist sehr einfach. Die meisten Inseln haben überhaupt keinen Strom, okay. Aber trotzdem sind sie sehr glücklich, denn sie leben hier im Paradies. Und wenn ich das Wasser hier so außenrum sehe, da kriege ich einfach nur Lust, baden zu gehen. Wollen wir reinspringen? Gerne. Los, auf geht's. Liebe Phoenix-Gäste, und wenn Sie einmal in der Karibik unterwegs sind, dann sollten Sie auf jeden Fall eine Kokosnuss probieren. Wie schmeckt's? Hervorragend, ein Traum. Und das bei der Kulisse hier, frischer geht's gar nicht. Mehr geht nicht, oder? Schön. Damit geht dieser sonnige Tag viel zu schnell vorüber. Was bleibt, sind wunderschöne Erinnerungen. Der nächste Tag. Herzlich willkommen in Cartagena de Indias in Kolumbien. So heißt die Stadt mit vollständigen Namen und wird auch als die Königin der Karibik bezeichnet. Ich verbringe heute mit Kreuzfahrtdirektor Steffen Spiegel ein wenig Freizeit in der Stadt, die auf eine 5 Jahrhunderte alte Geschichte zurückblickt und damit eine der ältesten Städte in ganz Amerika ist. Seit 1983 zählt Cartagena zum UNESCO-Weltkulturerbe und die gesamte Altstadt hier wurde im Stil der Kolonialzeit restauriert. Während der Kolonialzeit war die Stadt einer der wichtigsten Stützpunkte der Spanier für den Transport von Gold und andere Schätze nach Europa. In der Geschichte Kolumbiens spielt Cartagena so eine zentrale Rolle, dass der Stadt eine eigene Strophe in der Nationalhymne gewidmet wurde. Eine unglaublich schöne Altstadt, die so ihren alten, vergangenen Charme bewahrt hat, ne? Ja, das stimmt, finde ich auch. Das ist so ein bisschen wie eine Zeitreise mit diesen alten Gebäuden hier, die alten Kirchen und das alte Pflaster und autofrei wie früher. Stimmt, hast du recht. Toll. Außerdem bietet die alte Kolonialstadt ihren Besuchern unzählige Cafés und Restaurants. Und auch uns ist ein schattiges Plätzchen willkommen, um sich vor der Mittagshitze zu verstecken und nach einem kleinen Päuschen die Heimreise anzutreten.
Unser Resümee? Cartagena strahlt einfach mit ihrer lebensfrohen Art ihren ganz eigenen Charme aus und ist auf jeden Fall eine Reise wert. Das waren unsere Highlights für Sie auf der Lateinamerika-Kreuzfahrt mit MS Amadea. Kommen Sie das nächste Mal doch einfach mit zu Ihren Traumzielen dieser Erde. Bis bald hier bei Phoenix Reisen TV.